begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Ion. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir ja endlich den berühmten Onkel Pernos kennengelernt. Also eigentlich heißt er nur Pernos, aber ich nenne ihn ja liebevoll Onkel Pernos. Ja, und er hat wohl ein besonderes Leuchten in uns bzw. außenrum gesehen und hat gemeint, dass wir sogar noch stärker leuchten als eine Deva. Und er möchte das doch gerne weiter erforschen, unsere Vergangenheit. Und damit er noch mehr Einblick erhalten kann, sollen wir die Essenz des Lord Damino uns besorgen. Lord Damino, den seht ihr hier im Hintergrund, das ist unser großer Baumfreund. Und er hat wohl alle 10 Jahre eine Phase, wo er eine besondere Frucht fallen lässt. Und eigentlich ist momentan nicht der Zeitpunkt, dass er diese Frucht ja herausgibt. Aber Onkel Pernos hatte eine Idee, und zwar sollten wir Wasser am Kleonasee abfüllen und Lord Damino dieses Wasser zu trinken geben. Aber wir sollen ihm auf keinen Fall davon erzählen, was das für ein Wasser ist. Und das mache ich jetzt mal. Ich bin hier schon hergelaufen. Ah, da seht ihr auch diese kleinen Pilzblümchen. Ich weiß nicht, die sind total niedlich. Die springen hier rum. Von denen hatte ich euch ja letzte Folge schon erzählt. So, dann würde ich sagen, machen wir das mal. Was für schönes Wetter. Was für schönes Wetter, sagt er. Den mag ich ja auch unglaublich gerne. Den Damino. Seid gegrüßt, mein Kind. Ah, meine Wurzeln. Sie lechzen bereits nach dem Nass des Tributs, den ihr mir bringt. Wie angemessen. Das hier ist für euch. Und da ist die Frucht. Ich danke euch, Menschenkind. Das Wasser des Kleonasees ist wohltuend für mich. Oh, das ist so gut. Was? Was ist das? Nein, ihr habt mich Frucht tragen lassen. Pernos, warum habt ihr mir das angetan? Warum habt ihr euch gegen mich verschworen? Damit ich mein Gedächtnis wieder erlange, Damino, sage ich. Pernos hat herausgefunden, dass ihr kein gewöhnlicher Sterblicher seid. Ich werde euch nicht nach euren Sünden befragen. Ihr gewinnt Daminos Essenz. Pernos wird jedoch dafür bezahlen müssen, dass er mich hereingelegt hat. Indem ihr mich berührt, kann ich euch zu Pernos schicken, Sterblicher. Oh, das ist auch neu. Da werden wir auch wieder zurückteleportiert. Ja, die sind ja eigentlich befreundet, Lord Damino und Pernos, aber jetzt ist Damino nicht so begeistert davon, dass er jetzt schon so früh hier seine Frucht tragen musste. Ich hoffe, die beiden vertragen sich wieder. Aber ich denke schon. So, jetzt sind wir wieder bei Onkel Pernos und den Beatles. Ich grüße euch. Aufstieg. Ich nehme an, ihr wart erfolgreich, Yvain. Ich konnte den Zorn des Waldes bis hierher spüren. Sagt mir, hat Lord Damino erraten, dass ich etwas damit zu tun hatte? Ja, das hat er. Schade. Jahrhundertelang sind wir gut miteinander ausgekommen. Welch Schande. Aber es ist nun mal geschehen und daran lässt sich nichts ändern. Kommt, gebt mir Daminos Essenz, damit wir beginnen können. Bitte sehr. Hört zu, Yvain. Ihr könnt euch nicht aussuchen, welche Erinnerungen zu euch zurückkehren. Es mögen Dinge sein, die euch mit Stolz erfüllen oder Dinge, die euch unendlich beschämen. Ihr müsst die Gesamtheit eurer Erinnerungen annehmen. Seid ihr dazu bereit? Das bin ich. Okay. Hier waren wir ja schon mal im Abyss. Lord Damino hat uns ja auch schon ein wenig Einblick in unsere Vergangenheit gewähren können. Ah, ich möchte mich gerade mal ansehen. Oh, richtig schick hier. Die Robe. Ja, mal schauen, wie weit wir diesmal kommen. Alle nennen mich Lady Yvain, na sowas. Endlich seid ihr hier, Yvain, und gerade noch rechtzeitig. Oh, ich glaube, die sagt das gleiche nochmal wie beim letzten Mal, aber ich werde es trotzdem nochmal vorlesen. Wer weiß, ob ihr die Folge gesehen habt. Die Balaur haben Karamatis erobert. Wir müssen es sofort zurückerobern, wenn wir die Schlacht gewinnen wollen. Und als wäre die Orisa-Legion allein nicht schlimm genug, die asmodischen
Archonten blockieren Karamatis. Wir kümmern uns um die Asmodia, aber ihr müsst nach Karamatis gehen und die Balaur besiegen. Ja, der Abyss ist schon ein beeindruckendes Gebiet. Das dauert noch eine Weile, bis wir da überhaupt rein können. Die mit den weißen Flügeln sind wir, die Ilios, und die mit den schwarzen Flügeln sind unsere Feinde, die Asmodia. Und da unten sieht man die Helferlines der Balaur, diese Drakos. Schauen wir mal, wo es hingeht. Ich bewege mich gerade nicht selber. So, erledigt die Drakos, 4 Stück. Huch. Und da ist auch schon einer. Wunderbar. Ich hatte mein Schild noch nicht drauf. Der hat mir direkt mal was abgezogen. Oh, die kommen ja alle auf einmal. Na, sehr nett. Hoffentlich schaffe ich das. Solange ich mein Schild drauf habe, ist es kein Problem. Was nun, sagt er. Okay. Nuschelt wohl ein bisschen der Gute. Avusin. Okay, jetzt kommt der große Dicke. Das ist eine Elite. Den hatte ich in unserer letzten Vision schon angekündigt. Dabei kam der da noch gar nicht. Habe ich schon etwas vorweggegriffen. Den meinte ich. Da dachte ich bei der letzten Vision schon, er würde kommen. Aber jetzt ist er ja da. Das ist ein waschechter Balaur. Nicht einer von diesen kleinen Nervbolzen da, sondern so ein richtiger großer. Der hält auch einiges hier aus. Gut, dass ich mein Schild habe. Das hat wehgetan. Sucht euch aus, welchen Weg ihr nehmen wollt. Sprecht mit Pernos darüber. Ich grüße euch. Ich denke, das genügt. Euer Gedächtnis wurde euch offenbar von einem Brigadegeneral der Balaur genommen, einer grässlichen, brutalen Kreatur namens Orisan. Das ist seltsam. Von einer derart hitzigen Schlacht mit den Balaur war mir gar nichts bekannt. Wisst ihr noch, wie alt ihr wart und welcher Legion ihr angehört habt? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Wie rätselhaft. Ich frage mich, wie ihr eine solche Schlacht überhaupt überleben konntet. Hoffen wir, dass ihr mit der Zeit noch weitere Erinnerungen zurückerlangt. Wie ich sehe, habt ihr euch durch den Kampf bereits an euer kämpferisches Können erinnert. Ja, da ich darüber nachdenke. Was? Vielleicht war es ja mein Schicksal. Vielleicht hat mich die Vorsehung nach Poeta geschickt. Vor euch liegt ein leuchtender Pfad, der Pfad einer Deva. Dies sind eure ersten Schritte auf dem Weg zu eurem einstigen Ruhm, Ivelin. Und deswegen muss ich euch eine einfache Frage stellen. Denkt nicht zu lange darüber nach. Lasst euch bei der Antwort von euren Erinnerungen und eurem natürlichen Instinkt leiten. Vor eurem Gedächtnisverlust, da wart ihr keine einfache Magierin, sondern gehörtet einer von zwei speziellen Magierklassen an. Sagt mir, welche der beiden Pfade habt ihr bestritten? Den Pfad eines Zauberers oder Beschwörers? Ich habe ja gesagt, ich nehme Zauberer, da mein Hauptcharakter schon eine Beschwörerin ist. Der Zauberer, er ist ein Meister der Magie, der lodernde Infernos und eisigen Frost herbeibeschwören kann. Er kann Feinde erstarren und bewusstlos werden lassen.
Doch er ist auch relativ schwach, den Angriffen seiner Widersacher hat er nur wenig entgegenzusetzen. Ist dies der Pfad, den ihr früher bestritten habt, Yvain? Ja, das kommt mir bekannt vor. Ich beglückwünsche euch, Yvain. Hiermit seid ihr in die Reihen der Deva aufgestiegen. Bedenkt jedoch, dass dieses Privileg eine enorme Verantwortung mit sich bringt. Euer Leben und eure Seele gehören nicht länger euch. Sie gehören jetzt dem elesischen Volk und unseren Seraphim-Gebietern. Was immer ihr tut, muss zum Nutzen von Elysea sein und das Wohlergehen von Atreia fördern. Sollte es euer Leben kosten, dann werdet ihr diesen Preis dafür zahlen müssen. Nun ist unsere Arbeit hier beendet. Es ist Zeit für eure Rückkehr nach Poeta. Euer Volk erwartet euch. Okay. Ach, das war ja eben ein niedlicher Ladebildschirm, leider nur sehr kurz. Wobei, kurze Ladebildschirme sind ja eigentlich gut. Okay. Nochmal mit Onkel Pernos sprechen. Ich grüße euch. Dies sind finstere Zeiten, Yvain. Die asmodische Bedrohung rückt jeden Tag näher. Unser Leben ist ständig in Gefahr. Ihr scheint euch an die Verteidigung Eliseas zu erinnern, auch wenn euch das nicht bewusst ist. Ich glaube, ihr seid bereit, uns noch einmal zu helfen. Ihr habt den ersten Schritt zum Aufstieg getan. Jetzt müsst ihr nach Sanctum gehen, wo ihr euren Segen erhaltet und den Prozess abschließen werdet. Erst dann dürft ihr euch zu den auserwählten Aufgestiegenen zählen. Ich verstehe. Die Welt Atreia wurde vom Gott Aion erschaffen. Als Paradies, in dem alle im Überfluss leben konnten. Im Zentrum dieser Welt schuf er einen Turm, den er mit seiner Essenz der magischen Substanz Äther füllte. Die ersten Kreaturen Aions, die Draken, schuf er als Herrscher über die anderen. Aber wo sie zunächst regierten, begannen sie später zu versklaven. Sie nahmen neue Kräfte und einen neuen Namen an, Valaur. Und rebellierten gegen Aion. Die Menschen stellten sich gegen die Balaur, doch sie waren zu wenige und zu schwach, um sie aufzuhalten. Aion durchdrang einige Menschen mit Äther. Die 12 empyreanischen Gebieter als Herrscher der Menschen und eine Schar unsterblicher, geflügelter Deva. Aber der Kampf mit einem solchen Gegner war nicht einfach. Auch nicht für diese Krieger. Und so tobte der Krieg 1000 Jahre. Israfel, einer der Herrscher, wollte den Drachengebietern der Balaur den Frieden anbieten. Viele widersprachen ihm und es gab hitzige Debatten im Rat. Doch als Lady Ariel ihm zustimmte, taten viele es ihr gleich. Sie senkten das Ätherfeld, das sie schützte. Und die Balaur-Abordnung erschien am Turm. Doch dann geschah es. Lord Vritra fiel. Panik ergriff die Versammlung. Wer hatte zuerst angegriffen? Niemand konnte es sagen. Der Traum vom Frieden zerbrach, als Lord Phrygion einen Feuerball auf Aions Turm schleuderte. Ohne den Schutz des Ätherfeldes zerbarst der Turm unter dem Ansturm der Balaur. Lady Seal und Lord Israfel wussten um die Gefahr für Menschen und Welt und aktivierten das Feld. Indem sie ihr Leben opferten, konnten sie die völlige Zerstörung Atreias abwenden. Aber nicht rechtzeitig, um zu verhindern, dass die Welt in Stücke brach. Und so begann ein weiterer Krieg, der das Leben von Deva und Menschen jahrhundertelang prägen sollte. Wow. Ich habe gerade ein wenig Gänsehaut bekommen. Dieses Video gab es nämlich früher hier nicht. Ich habe die Geschichte zwar gekannt, aber nur dadurch, dass ich mich in meinen Rollenspielen immer sehr viel mit der Geschichte auseinandersetze. Und ich habe diese Geschichte damals, ich glaube, auf einer Fanseite oder auf der offiziellen Seite von Aion erst erfahren. Also die war nicht hier im Spiel mit dabei, zumindest nicht in dieser Form als Video. Das finde ich ja super, dass die das hier noch mit reingebracht haben.
dass die Spieler, die jetzt nicht unbedingt sich so sehr mit der Geschichte befassen außerhalb des Spiels, da auch Bescheid wissen, was eigentlich passiert ist. Ich könnte da jetzt noch ein bisschen mehr zu sagen, aber ich weiß nicht, ob vielleicht dann noch weitere Videos kommen, die früher noch nicht vorhanden waren, deswegen sage ich mal nichts weiter dazu. Falls es nicht so ist, dass noch Videos folgen, werde ich euch dazu noch ein bisschen mehr erzählen. Ihr könnt es auch einfach vergessen, aber ich hoffe, dass ihr euch gut an diese Geschichte erinnern werdet. Es könnte euch irgendwann von großem Nutzen sein. Ach ja, es gibt eine Person, die ich euch unbedingt vorstellen möchte. Trefft euch in Sanctum, der Heimat aller Devas, mit Lea. Bislang grüßen wir einander nur, aber in Zukunft werden wir einander helfen. Wo sagtet ihr, dass ich sie finde? In Sanctum. Lasst mich raten, ihr wisst nicht, wie ihr dorthin kommen sollt. Keine Sorge, dieses Mal schicke ich euch hin. Möchtet ihr sofort abreisen oder habt ihr hier noch etwas zu erledigen? Ich möchte ja jede Quest machen, wie immer. Und deswegen sage ich jetzt, ich habe hier noch einiges zu erledigen, da ich ja hier noch einige Quests offen habe. Also gut, dann kümmert euch um das, was ihr noch zu erledigen habt. Ich bin mir sicher, es wird Poeta zum Nutzen gereichen. Wenn ihr bereit seid, nach Sanctum zu reisen, sprecht mit Denis in Akarios, Ariels Lichtdeva, Ariels Lichtpernos, sage ich. Gehabt euch wohl. Gehabt euch wohl. Ja, ich bin jetzt ein bisschen geflasht, wie man so schön sagt, von dem Video. Es hat sehr viele Erinnerungen hervorgerufen in mir. Ja, und ich würde sagen, dann werde ich die Folge auch mal an dieser Stelle beenden. Wir questen ja natürlich in der nächsten Folge noch weiter. Ja, ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zusehen und macht's gut.